Dr. Roy Kühne, 47 Jahre alt, Diplom-Sporttherapeut, Physiotherapeut und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Geboren wurde er 1967 in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich bin momentan der einzige Physiotherapeut und bin auch nach meinem Wissen der erste Physiotherapeut, der im Deutschen Bundestag sitzt. Ich komme ursprünglich aus Magdeburg, bin in Magdeburg geboren, habe in Halle-Saale studiert und bin dann 1997 in die alten Bundesländer gegangen, nach Niedersachsen, und bin jetzt für Niedersachsen im Deutschen Bundestag, was nach meinem Wissen auch momentan ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil momentan sonst kein ehemaligen DDR geborener Mensch für die alten Bundesländer im Bundestag sitzt. Roy Kühne hat sich auf die Fahnen geschrieben, den gesamten Heilmittelerbringern endlich eine deutlich hörbare Stimme im Bundestag zu geben. Aber bevor er hier gehört werden kann, muss er seine Ideen im Gesundheitsausschuss mit allen Parteien absprechen. Eines seiner dringendsten Anliegen ist das Blankorezept. Ich möchte ganz gern, dass der Physiotherapeut oder der Heilmittelerbringer im Ganzen zukünftig über seine durchzuführenden Maßnahmen alleine entscheidet und der Arzt nur noch physikalische Therapie vorschreibt bzw. verschreibt und der Physiotherapeut, der Heilmittelbringer dann selber mit dem Patienten im internen Austausch guckt, was ist die beste Maßnahme für ihn. Der Arzt ist Arzt, aber der Physiotherapeut ist durchaus ein sehr, sehr qualifizierter Beruf und kann wahrscheinlich auch sein Wissen und Erfahrung heraus besser beurteilen als der Arzt, was in diesem Fall angesagt ist. Obwohl er erst seit gut einem Jahr dabei ist, hat sich Roy Kühne gerade als Physiotherapeut im Gesundheitsausschuss fest etabliert. Immer wieder wird er auch bei gesundheitlichen Problemen um Rat gebeten. Wenn ich dann eine gute Idee habe, gehe ich logischerweise auch auf die anderen zu. Da habe ich gar keine Hemmnisse. Und hat Erfolg, oder? Bisher keine negativen Abschreibungen. Hört sich erstmal nach einem einfachen Plan an. Aber wie so oft ist es das Einfache, das schwer zu machen ist. Denn bislang hatte man in Berlin die Probleme der Heilmittelerbringer überhaupt nicht im Blick. Stück für Stück gelingt es dem gebürtigen Magdeburger, das zu verändern. Alle kennen Physiotherapeuten, alle kennen Ergotherapeuten und wissen, dass es die gibt und wissen auch, dass die Gutes tun. Aber so das politische Wort ist hier nie wirklich über die Kollegen gefallen. Und von der Seite war mein erster Schritt, das Thema überhaupt erstmal präsent zu machen. Ein Thema liegt dem Physiotherapeuten für seinen gesamten Berufsstand ganz besonders am Herzen. Die erste und für mich oberste Regel ist, die Deckelung durch die Grundlohnsumme abzuschaffen. Die Grundlohnsumme ist die Möglichkeit der Kollegen, ihr Gehalt zu bestimmen. Da haben sie möglicherweise oder momentan keinen Einfluss drauf. Die Grundlohnsumme regelt gesetzlich, in welchem Rahmen die Kollegen aus der Physiotherapie, Ergotherapie, also die Heilmittelbringer, verdienen. Und dadurch ist die Möglichkeit begrenzt, diese Grundlohnsumme zu überschreiten. Damit spricht er dem Verband der physikalischen Therapeuten aus der Seele. Mit dem trifft er sich regelmäßig, so wie auch heute. Ja, wir sind im Moment in einer sehr schwierigen Situation, was das Thema Vergütung angeht. Unsere Mitglieder, unsere Physiotherapeuten haben große Probleme, was die Vergütung in den Praxen angeht. Und dazu kommt ein Riesenproblem, was sich langsam erst aufbaut, nämlich der Fachkräftemangel. Es gibt ja ein neues Versorgungsstärkungsgesetz, das noch nicht abgeschlossen ist, aber das noch in der Abstimmungsphase ist, in der Anhörungsphase. Und in diesem neuen Versorgungsstärkungsgesetz sind ganz viele Inhalte eingebracht worden vom Gesetzgeber, die wir auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, wir können sagen heute, dass noch nie eine Reform oder ein neues Gesetz, das im Gesundheitswesen oder für das Gesundheitswesen geschrieben wird, so viel beinhaltet für den Bereich der Heilmittelerbringer wie dieses Gesetz. Also ich habe die große Hoffnung, der Abgeordnete Herr Kühne ist ja selber Physiotherapeut. Und das haben wir letztes Jahr hier bei unserem Gespräch schon festgestellt, dass einfach hier die Chemie und das Verständnis füreinander stimmt, dass wir ihn informieren können aus der Basis raus, aus dem Berufsverband und dem Berufsbild. Und von daher kann er gestärkt dann in die Fraktion gehen und informieren und im Gesundheitsausschuss informieren. Und ich hoffe, wir bekommen auch den ein oder anderen Hinweis, wie wir uns das nächste Jahr wieder weiter verhandeln können und verhalten können, um was zu erreichen. Und genau so läuft es. Aus den Gesprächen zieht der 47-Jährige seine Ideen und verarbeitet sie weiter. Ein 8-Stunden-Tag reicht dafür nicht aus. Eher sind es 14 bis 15 Stunden täglich. Doch das sieht Roy Kühne nicht als Belastung, sondern als Herausforderung. Und zwar vom ersten Tag an. Es war Gänsehaut pur, weil man natürlich
unmittelbar eigentlich nicht mit Politik berührte früher, jetzt in den Deutschen Bundestag, damit dem höchsten Regierungsgremium angehört, was für mich natürlich dann entsprechend absolutes Neuland war. Und es ist jeden Tag auch immer noch eine Aufregung und ich sehe das als auch sehr, sehr große Herausforderung an, hier meine Arbeit tun zu dürfen.